Das ist Peter. Er ist sehr motiviert, Russisch zu lernen und seinen Freund Juri in Sibirien zu besuchen. Doch bald erscheint ihm das zyrillische Alphabet wie ein unüberwindbares Hindernis. Was tun? Fragt Peter. Juri sagt, kein Problem. Lerne mit visuellen Eselsbrücken. Das funktioniert so schnell wie ein Komet. Übrigens, Komet heißt auf Russisch Kometa. Und Sie können dieses recht lange Wort bereits jetzt lesen. Denn diese 6 Buchstaben sind wie im Deutschen. Sehen wir weiter. Dieser Buchstabe hat einen runden Bauch. Er wird B wie Bauch ausgesprochen. Dieser hat hübsche, coole Augen. Außerdem macht er Yoga und wird Jo wie Yoga ausgesprochen. Der Buchstabe hier ist sehr praktisch, denn man kann darin ein Auto einpacken. Er wird P wie Parkplatz ausgesprochen. Durch die Kreise dieses Buchstabens kann man wie durch ein Fernglas durchschauen. F wie Fernglas. Weitere Eselsbrückenbilder und Übungen finden Sie im Buch Russisches Alphabet in 33 Zügen im Buchhandel und auf Amazon auch als E-Book erhältlich.